Guten Tag, ich bin Schwester Regina Stahlbaumer und ich arbeite als Seelsorgerin für den Jesuitenflüchtlingsdienst in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt. Dabei habe ich vor allem die besonders schutzbedürftigen Geflüchteten im Blick. Ich bin von der Kongregation der Helferinnen und entsprechend dem Charisma unserer Ordensgemeinschaft ist mir die Verbundenheit aller Menschen über die Grenzen verschiedener Kulturen und Nationalitäten hinweg ein Anliegen. Den Geflüchteten möchte ich mit Respekt und Wertschätzung begegnen, möchte ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Sehnsüchte haben und möchte sie dabei unterstützen, die notwendige Hilfe zu finden. Glaubende und Suchende möchte ich dabei begleiten, sich ihren Glauben als Kraftquelle zu erschließen. Und ich möchte Brücken zu den Gemeinden vor Ort bauen. Vielen Dank für die Unterstützung durch das Bonifatiuswerk.